kompletter Lieferwagen? Ein reiner Lieferwagen. Okay. Von der Deutschen Bahn. Freunde des Campens, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Fahrdoch. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, tief in den bayerischen Wäldern unterwegs. Und heute geht es um das Thema Do-It-Yourself Campervans. Ich habe den Patrick dabei und der hat sich einen schönen T5 gekauft und jetzt zum Campervan umgebaut. Patti, erzähl mal. Ich war ja, wie du weißt, oft schon und viel mit dem Motorrad unterwegs, campen. Ja. Und Offroad eben. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja, ich will die Frau öfter mitnehmen. Ja. Wir brauchen was, was mehr Platz hat, komfortabler ist und auch überall hinkommt. Das ist Wahnsinn, wo die hier... Ab jetzt kommt Offroad. Okay. Also jetzt, da vorne kann man dann filmen. Okay, zeig mal her. Also ohne Witz, gerade eben, wo du da durchgefahren bist, wo die sind Furchen, ein bisschen gerutscht. Ja, aber ja, wo die Furchen ungefähr so tief waren, da fährt der durch, als wäre es nichts. Na, und jetzt kommen Furchen. Jetzt kommt Offroad. Okay. Ich hoffe halt echt, dass wir da durchkommen, ja, weil es halt extrem rutschig ist. Okay. Also das ist... Ja. Ja, habe ich schon ein bisschen Angst. Ja, ja, klar. Vor allem, weißt du, was der wiegt? Ja, er wiegt genau 2,38 Tonnen. 2,38 Tonnen, das ist halt schon, wenn du am Hang stehst, rutscht er schon mal gerne. Querrutschen habe ich Angst. Ich habe genau nicht Angst vom durchdrehenden Reifen. Nö. Hochkommen, kein Problem. Genau, das Querrutschen. Mhm. Vor allem, wir haben da vorne, das muss man fast, siehst du da vorne die Ecke? Mhm. Die ist so, dass das Auto so quer steht da vorne. Echt? Muss man filmen. Da haben wir es richtig tief, das Loch. Boah. Das Loch, wenn wir mit einem Reifen reinkommen, dann sitzt man vorne fast auf. Kann sein, dass man es sogar aufsetzen. Da willst du durchkommen? Da fahre ich durch. Am besten das irgendwie so filmen, dass das cool rüberkommt. Echt unfassbar. Ich hätte selber nicht gedacht, dass der 4Motion so viel bringt. Krass. Und ja, wir haben uns für einen langen Radstand entschieden. Das, was natürlich im Gelände wieder ein bisschen schlechter ist mit einem langen Radstand. Mhm. Aber es hat halt riesen Vorteile, ja, was dem Platzangebot, was das Platzangebot macht. Hat. Ja, klar. Ja, okay, man muss dazu sagen, wir haben ihn höher gelegt, klar. Mhm. Wir haben Offroad-Bereifung drauf, BF Goodrich, All-Terrain. Mhm. Und es ist genau das richtige Mittelding zwischen Grip, ja, im Allrad, ja, Grip im Gelände. Und natürlich aber trotzdem, er ist relativ sparsam. Wir fahren in unter 8 Litern. Was? Und das komplett ausgebaut. Okay. Und er ist halt wirklich langstreckentauglich und ja, trotzdem gut im Gelände. Ja, also absolut, jetzt auch im Winter, wie du siehst, bei uns in den Wäldern ideal. Du sagst verbrauchsarm, was haben wir für einen Motor? 2 Liter? Ja, es ist ein 2 Liter Diesel drin, mhm, 140 PS. Okay. Ist ideal, weil es das beste Verhältnis ist zwischen sparsam. Okay. Du hast noch ausreichend Leistung. Deshalb nicht der größere? Also nein, der größere, den 180 PS oder 179 PS haben wir nicht genommen, mhm, weil es ein B-Turbo TDI ist, ah, und wir einfach zu viele schlechte Sachen über den gehört haben, ja, was Ölverlust, Motorschäden und sowas angeht. Und wir wollten einen, okay, soliden Motor haben, okay, der nicht zu sehr aufgeblasen ist. Die reichen, die 140 PS? Ja, 140 PS, würde ich sagen, ist der richtige Motor, mhm, okay, aber es kann man natürlich immer ein bisschen mehr kann man immer haben. Ja, klar. Das ist klar. Ich sehe, Handschalter, wieso kein DSG? Weil wenn ich überlege, so ein bisschen, wenn ich reisen will, will ich ja auch entspannt fahren. Ja, Handschalter, es ist ein 6-Gang Schaltgetriebe drin. Ich finde es im Gelände besser als das DSG, mhm, weil du mit dem DSG halt immer mit der schleifenden Kupplung rumfährst. Ja, das im Gelände ist es nicht ideal, auf der Straße natürlich top, mhm, und natürlich auch eine Preisfrage. Ich meine, der DSG kostet mehr. Ja, klar. Boah, das war echt gemütlich, Patrick, ey. Ja. Und alles selber gemacht. Alles selber gemacht, mhm, alles mit meinem Kollegen und meiner Frau zusammen, ja, selber gemacht. Wir haben 3 Wochen Vollgas gegeben, damit wir
ja, das Auto so gemütlich wie möglich bekommen. Das hast du ja alles in 3 Wochen hinbekommen. Ja. Und alles selber gemacht. Ja. Das ja auch. Das hast du nicht irgendwo im Ikea gekauft. Nein, wir haben es, wie man es sich vorstellt, ganz schlecht beim Hagebau alles billigstes Kiefernholz gekauft. Mhm. Haben das geflammt, Geil. Um die Struktur rauszubekommen, haben wir mit Drahtbürste gearbeitet. Und dann wir hatten ja jetzt, wie schon vorher erzählt, wir wollten außen einen Offroader haben, wie wir es gerade gemacht haben. Und innen wollten wir halt einen Hüttenflair schaffen, der uns an sich ganz gut gelungen ist. Genau. Das ist ja auch alles selber gemacht? Oder hast du es jetzt irgendwie, ist das so eine spezielle Scharnier? Aber sieht ja schon gut aus. Ja, das haben wir auch beim Baumarkt gekauft. Das sind die typischen goldenen Scharniere, was er für den Garten hernimmt. Die haben wir 3 Euro wahrscheinlich, mit, oder? Nicht mal. Mit Hammerrittlack drüber, ja, damit er diesen Hammerschlag-Look bekommt, damit er ein bisschen oldschool rüberkommt, damit es einfach ein bisschen authentischer wirkt hier drin. Oldschool meets technology, ne? Ja, wir haben das ganze Auto, wir haben eine Zusatzbatterie eingebaut. Okay. Unterm Sitz haben wir 120 Ampere-Stunden Zusatzbatterie, gekoppelt mit der Lichtmaschine. Und wir haben uns halt gedacht, warum sollen wir überall 12-Volt-Stecker machen? Weil meiste Zeit hat man eh bloß USB-Geräte angesteckt. Also haben wir vorne und hinten Quick-Charge-USB eingebaut, gleich mit Ladeanzeige. Wir haben gerade 13,3 Volt noch auf der Zusatzbatterie. So weiß ich auch gleich, ob es dem Ende naht oder nicht. Den Ofen von Dometic haben wir extra deswegen auch eingebaut, damit wir die Wohnmobilzulassung bekommen. Aktuell haben wir sie noch nicht, weil wir noch nicht hingefahren sind. Mhm. Aber das ganze Auto ist natürlich so ausgelegt, dass sie die Wohnmobilzulassung kriegt. Den Dachhimmel, den haben wir auch selber gebaut. Mit Brechspanplatten, sind so ganz dünne 2 mm Platten, 3 mm Platten. Wie hast du die Wölbung so hinbekommen? Ja, weil es gibt einen mit serienmäßiger Dachverkleidung und die Punkte waren schon da. Okay. Und die haben wir uns auch gehalten. Ah, okay, das sind die jetzt hier? Genau, das sind auch die originalen Nippel. Mhm. Dann haben wir einfach die Holzplatte gebaut, haben die mit Bezugsstoff bezogen. Mhm. Krass. Mit Sprühfolie, mit Sprühkleber, haben die zusätzlichen Lampen eingebaut, die auch dimmbar sind. Das macht halt ein ganz cooles Flair auch auf abends, wenn man nicht so hell haben will, kann man sich einfach... Voll Rolls-Royce-Style. Ja. Das ist in der gleichen Geschwindigkeit, weißt du das? Echt? Ja, ja, das ist Wahnsinn. Also es ist total praktisch. Ja. Wie da, die Scheiben haben wir selber reingeschnitten mit der Flex. Das ganze Ding hast du selber mit eingebaut? Ja. Boah. Weil es war ein reiner Kastenwagen, ohne Scheiben, ohne Fenster. Mhm. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn wir halt irgendwo am Campingplatz sind oder auch eben wild campen, dafür haben wir ihn ja gebaut, dass wir eben frei stehen können. Können wir lüften, so wie jetzt auch beim Kochen. Ja. Wir haben die Möglichkeiten halt hier mit einem Fliegengitter. Geil. Ein Fliegengitter sogar, das ist ja perfekt. Das ist halt richtig geil. Für Spanien oder Italien, ne? Brauchst du unbedingt. Mhm. Und natürlich aber auch mit kompletten Verdunklungsschutz. Geil. Die Scheiben sind isoliert. Mhm. Das heißt, sie laufen auch nicht an. Du hast kein Schmutzwasser, kein Kondenswasser im Auto. Hier drin geht es mehr vor allem um Detaillösungen. Mhm. Gerade wir haben noch keine Schubladen, die Schubladen sind noch nicht fertig. Mhm. Geht eher noch um Detaillösungen wie noch kleine Schnickschnack, dass der Frau auch besser gefällt. Mhm. Einfach nochmal optische Akzente setzen. Ja, sonst klar. Im Großen und Ganzen sind wir schon weit. Wir brauchen noch eine Standheizung. Siehst du wie heute, ist relativ kalt draußen. Ja. Die kostet aber was, ne? Die kostet gut Geld. Mhm. Und? Ja, Bett. Das Wichtigste natürlich hier unser Bett. Mhm. Da haben wir uns entschieden, dass wir ein relativ großes Bett nehmen, weil viele machen relativ kleine Betten und dafür mehr Schränke. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen viel Komfort haben. Ja. Wir haben auch ganz normale 14 cm IKEA Kaltschaummatratzen drin, 7 Zonen Kaltschaum. Geil. Wir haben eine Bettfläche von 2 Meter Länge und 1,40 Meter Breite. Das ist also für so einen Bus schon sehr groß. Ja. Das war auch, wie ich vorher gesagt habe, der Hauptgrund, warum wir uns einen langen Radstand genommen haben, damit wir hier einfach richtig viel Platz haben und trotzdem ein 2-Meter-Bett haben, das nur fest eingebaut ist. Aber willst du noch hier irgendwo noch ein bisschen die Scheiben tönen oder so, damit man, ich meine, hinten kann man euch ja sehen, wenn ihr hier drin bin. Ja, also aktuell kann man noch durchschauen. Wir haben jetzt schon bei Project Camper in Hamburg, haben wir jetzt schon Dämmungen bestellt. Mhm. Die sind leider noch nicht da. Die werden dann mit Magnet reingehängt. Das ist richtig schön dunkel und auch für vorne alles abgedunkelt und gedämmt ist. Genau, weil wir gerade beim Thema Dämmung sind. Mhm. Wir haben das ganze Auto natürlich, bevor wir es ausgebaut haben, gedämmt. Ja. Ja, normal sind so, glaube ich, so 2 cm ist normal Dämmung, was man da so einbaut.
Wir haben uns für bis zu 6 cm Dämmung entschieden. Das ist ja fast wie in einem Rolls-Royce dann echt, ne? Ja, weil wir haben uns gedacht, gerade weil wir auch eben in Zukunft vorhaben, auch im Winter zu campen. Ein paar Mal habe ich jetzt schon im Winter hier drin geschlafen. Echt jetzt? Ja, mit einem guten Schlafsack geht's, aber ohne Standheizung ist er doch kalt. Okay. Aber uns war halt wichtig, gute Dämmung für den Winter. Mhm. Was aber auch ganz viel ausmacht im Sommer, weil sitzt dich im Sommer bei 30 Grad, wo ein Auto in 30 Grad in der Sonne steht, steig ein, viel zu warm. Und da ist halt auch die Dämmung für den Winter, für den Sommer ideal, weil es halt einfach auch nicht so warm wird drin. Ja, genau. Ich komme mir vor wie zu Hause hier mit der Eingangsmatte. Hast du das auch gebaut? Ja, das haben wir in der Arbeit schweißen lassen von den Kollegen. Mhm. Das ist Alu geschweißt, boah, weil wir gedacht haben, dass der Übergang eben von draußen, von diesem Offroad-Look, vom Offroad-Fahrzeug hinein, eben in den gemütlichen Hütten-Flair, Hütten. Ja. Das ist geil. Ja, und das ist auch mega stabil. Da kannst du mal dagegen knallen, ohne dass hier gleich irgendwas kaputt geht. Ne? So haben wir das ganze Auto auch gebaut. Wir haben natürlich viel auf die Optik Wert gelegt, aber eben auch viel auf Funktion. Deswegen harte Kanten, der Boden. Können wir mal schnell wegtun hier. Mhm. Ah, okay. Ja. Ist ein Click-Vinyl-Boden. Okay. Den haben wir deswegen auch genommen, weil er halt einfach strapazierfähig ist. Du kannst ihn rauswaschen. Gerade auch im Winter, weil wir auch Winter unterwegs sind. Klar, du kannst wenn da ein bisschen Skischuhe mit Skischuhen drauf, ohne dass du ihn verkratzt, und du kannst ihn halt immer rauswischen. Das ist halt natürlich super geil. Ja, ich sehe auch, du sagst es gerade, Skier, bist du gleich am Start, du kannst gleich wieder loslegen, gell? Die Skier haben wir auch dabei, genau. Die Skier haben wir bei uns im Winter serienmäßig im Auto drin liegen. Das ist so geil. Immer allseits bereit. Hammer. Viel Platz unterm Auto, unterm Bett. Ja. Ideal. Das ist halt mega. Also ohne Witz, vor allem wenn du dann mit der Freundin unterwegs bist, du kochst hier was, dann kannst du hier die Sitze umdrehen. Und pflanzt die einfach easy hin, ist das, was. Das mit der Doppelsitzbank drehbar, das haben wir uns auch entschieden, weil das einfach so viel Platz macht. Mhm. Sonst könntest du da jetzt nicht sitzen, wir könnten hier nicht gescheit ratschen. Ja. Also das ist ideal. Wunderbar, ey. Ja, so. Ich würde sagen, der Kaffee ist fertig. Geil. Was hast du nur noch vor mit dem Ding? Ja, wichtigste ist eigentlich außen. Mhm. Wir wollen noch eine schöne Optik machen, wir wollen die folieren. Du magst weiß nicht. Nein, weiß. Ich meine, das ist ja dieser Standard-Kastenwagen, gell? Ja. Und wir wollen halt schon irgendwie ein bisschen auffallen. Mhm, okay. Genaues Design haben wir uns noch nicht überlegt, aber da fällt uns schon noch was Schönes ein. Knallig oder nicht so knallig? Eher grau, eher so Bundeswehrtöne. Ja? Okay. Eher so ein bisschen auf diesen harten Expeditionslook. Okay. So, ist zumindest mal die Idee. Okay, geil. Prost. Prost, Patti. Danke. Muss man sich das vorstellen von den Preisen her? Diese T5-Busse, die werden einfach nicht billig. Was hast du zum Beispiel circa ausgegeben und vor allem, was hast du ausgegeben für die ganzen Umbauten, die du hier reingemacht hast? Also für die Leute da draußen, mit wie viel kann man denn rechnen? Ja, das ist natürlich genau das Thema. Wir haben uns natürlich auch davor California Beach alles mögliche angeschaut. Ja. California Beach bist du bei, wenn du ein bisschen was drin hast, und da haben sind wir, ich rede noch nicht von guter Ausstattung, 70.000 Euro. Boah. 70.000 Euro war mir natürlich zu viel, gerade wenn gebraucht. Ich dann halt im neu. Achso, neu. Neu. Okay. Ohne Allrad. Okay, ohne Allrad. Ohne Allrad. Also wir reden immer schon bei 80.000 ja. Euro. Und dann halt war halt die Frage, A, so viel Geld habe ich nicht oder haben wir nicht. B, fährst du mit einem neuen Auto ins Gelände? Eher nicht. Ja, das stimmt auch wieder, genau. Und wir haben uns dann für was entschieden, ein bisschen was Solides. Das ist ein altes deutsches Bahnfahrzeug, hat 120.000 Kilometer drauf, ist gut ausgestattet mit Navi, allem drum und dran. Aber keine elektrischen Fenster. Keine elektrischen Fenster, aber ich habe gar nicht gewusst, dass man so einen Zusammenhang überhaupt bauen kann. Ja, ja, geil. Aber ja, wir haben den zum Glück für ein bisschen unter 20.000 bekommen, haben ungefähr 4.000 Euro nochmal reingesteckt an Innenausbau, was teuer ist, sind die Scheiben. Wir haben Sides S4. Scheiben eingebaut hinten, die sind isoliert, gedämmt und aufklappbar. Das macht nochmal ein gutes Ding aus. Dann hat natürlich der Innenausbau, wir haben den Boden eingebaut, wir haben das Auto gedämmt. Ja. Also da Räder, kommt schon was zusammen. Fahrwerk. Fahrwerk, Höherlegung, klar. Ja. Das kostet ein bisschen Geld, aber so kommst du halt relativ günstig, wenn man sich selber zu helfen weiß. Wir haben das eben mit einem Kollegen, mit dem Späßel, habe ich das alles ausgebaut, selbst ausgebaut. Da spart man sich halt schon viel Geld. Klar. So können wir halt mit einem günstigen Preis wirklich einen geilen Offroad-Camper fahren. Was würdest du sagen, wie viel willst du noch reinstecken, bis er so fertig ist, wie du ihn dir vorstellst?
Also ich schätze es mal noch 5.000 Euro. 5.000 noch, okay. Ja, jetzt geht halt eher so um die Luxusprobleme. Ah, man okay, will halt hier einen Offroad-Dachträger haben. Ja, okay, und wir werden alles versuchen im Do-it-yourself-Modus zu machen. Cool. Dadurch sparen wir uns viel Geld. Na klar. Aber Optik, wir wollen ihn noch folieren. Mhm. Stimmt, ja, kostet auch ein bisschen. Das kostet alles noch Geld, genau. Genau, genau. Aber ey, eine wirklich coole Sache. Patrick, vielen lieben Dank an dich. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Das war mal ein anderes Video hier auf Fahrdoch. Mal ein Do-it-yourself Camper-Van T5-Bus. Finde ich ultra lustig. Wenn ihr auch so auf sowas steht, dann schreibt es unten in die Kommentare. Würde ich mal gerne wissen. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und sehen wir uns wieder in einem neuen Video. Tschüss.